Hallöchen und willkommen bei Force of Nature. Ein Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Ja, es ist Nacht und das ist auch Absicht so. Wir können ja hier wenigstens ein bisschen gucken. Ich habe nämlich vor, mit euch ein bisschen auf Tour zu gehen. Ich möchte euch aber erstmal erklären, was ich hier alles gebaut habe. Und zwar habe ich mir hier ein paar Fässer hingestellt, in denen ich verschiedene Sachen lagere. Vielleicht auch erstmal zu meiner Figur. Ich habe mir Schuhe gecraftet. Da ein paar Stiefelchen, und zwar Lederstiefel. Die geben mir 6 Rüstung und 10 Bewegungsgeschwindigkeit. Das habe ich mir schon gebaut. Hier habe ich ein bisschen Krempel hingelegt. Ich wollte jetzt nicht überall schon Truhen aufstellen. Ich habe mir natürlich den Nähtisch oder Schneidertisch gebaut. Und da können wir uns mal die Rezepte anschauen. Und zwar gibt es hier Beduinenklamotten, es gibt Fellklamotten. Später kommt noch einiges dazu. Und ich habe mir aber noch nichts davon gecraftet, weil ich nicht weiß, in welches Gebiet wir kommen werden. Das kann nämlich unterschiedlich sein. Was habe ich noch gemacht? Die Felder habe ich noch ein bisschen erweitert. Ich habe die Tiere immer fleißig gefüttert. Und wir werden uns gleich auf den Weg machen zum nächsten Teil von Force of Nature. Das schauen wir uns auch gleich mal an, und zwar auf der Karte. Das ist nämlich Ellen weit weg. Kompass zeigt natürlich in die Richtung. Da, wo dieses, ja, ich würde mal sagen, das soll irgendwie so ein Kristall oder sowas sein, abgebildet ist, in diese Richtung müssen wir uns halt bewegen. Und ihr seht schon, es ist extrem weit weg. Hier ist es. Das heißt, ich muss jetzt durch dieses komplette Gebiet hier durchlatschen, von dem ich nicht weiß, welche Rüstung ich da tragen muss, ob ich meine Sachen anbehalten kann oder ob ich durch die Wüste muss oder durch irgendwelche Schneegebiet. Deswegen werden wir uns das jetzt gleich mal zusammen anschauen. Ich habe mir aber schon mal Asche hergestellt und alles soweit eingesteckt, was ich für ein Portal brauche. Denn ich werde versuchen, bis ans Ende meiner Portalreichweite zu gelangen und dann da ein neues Portal aufstellen irgendwo, damit ich jederzeit dann einfach nur durchs Portal gehen brauche und mich nicht durch Gegnermassen kämpfen muss, und zwar immer wieder aufs Neue. Jetzt warte ich noch auf das eine. Ich habe mir hier Kaffee hergestellt, gebratenes Fleisch habe ich noch ein bisschen und ich habe mir auch noch Erdbeer-Nachtisch gekocht nicht, aber zusammengerührt. Also Erdbeerdessert, und das werde ich auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Ja, egal. Und den Kaffee lassen wir mal hier. Kaffee hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Da brauchen wir eigentlich schon mal ziemlich viel. Jetzt gehe ich los. Es ist hell und ich wette, es wird gleich wieder stockenduster. Ich hoffe natürlich nicht. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich das vorher hatte. Ich habe mir ein Kurzschwert gebastelt. Denn da kann man im Laufen halt die Gegner verprügeln. Das ist sehr, sehr praktisch. Auf jeden Fall besser als... Ne, ihr könnt sehen, ich kann mich hier bewegen. Das konnte ich halt vorher nicht mit dem... Dann treffen die einen auch nicht, wenn man sich natürlich vernünftig bewegen könnte. Aber manche Gegner kann man halt kiten, das heißt hinter sich herziehen. Ne, also so zum Beispiel, jetzt trifft er mich nicht, wenn ich immer schön nach hinten gehe. Das geht bei manchen Gegnern später halt sehr, sehr gut. Und von daher... Ach so, Moment mal, wir können ja... Ich laufe hier lang, das ist total bekloppt, was ich hier mache. Wir können ja das Portal schon mal benutzen. Wir müssen ja uns gar nicht den ganzen Weg durchkämpfen. Denn ich habe gesehen, wir haben ja hier oben schon ein Portal. Und dann laufen wir von da einfach so quer rüber. Da braucht man nicht laufen. Das ist später sehr praktisch, wenn man dann irgendwas farmen möchte oder so, dann kann man sich per Portal dahin bewegen. Portal, erste Fragment. Naja, dann auf. So, wir müssen in diese Richtung und dann werden wir das auch mal machen. Ich wette, es wird gleich zackenduster hier.
Ja, hau doch ab. Geh doch. Geh zu deinem Freund. Du auch. Ja, im Kiten war ich noch nie so gut. Das ist auch sehr schön. Hier ist, sind ja diese ganzen vielen Ärzte gewesen. Ärzte hätte ich fast gesagt. Oh mein Gott. Da können wir uns dann immer noch mal was von wegholen. Was noch gar nicht so verkehrt ist, habe ich festgestellt, man kann diese Sonnenblumenkerne essen. Die baut man sich mit der Axt ab. Das stellt jetzt, also man muss extrem viel von den Dingern essen, aber man baut auch sehr viel ab. Ich habe jetzt 2 Sonnenblumen abgebaut und habe 17 Sonnenblumensamen. Die kann ich also praktisch essen und stelle damit Ausdauer wieder her. Und das kann man eigentlich ganz gut während des Abbauens machen. Das werde ich mir auch mal da reinlegen. Das dauert nur ein paar Sekunden, bis man dann hier aufgefrischt hat. Dauert natürlich Ewigkeiten, aber besser als gar nichts. Na, Fuchs. Ich sollte vielleicht mal mein Schwert in die Hand nehmen. Da ist noch ein Huhn und eine Kuh und ein Eber. Bär. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich, glaube ich, ein paar viele gezogen. Das ist mein Tod jetzt. Das weiß ich jetzt schon. Das sind ja 4 Viecher. Wo kommen die denn alle her? Jetzt kommt auch noch ein Fuchs an. Ich würde mich ja gerne hier irgendwo verkriechen, aber das geht nicht. Die Viecher kommen hier alle an mich ran. Oh, wow. Oh, wow. Leute, guckt euch das mal an. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Das heißt, ich muss essen und trinken. Wow, ich habe so ein Schwein gehabt eben, das geht noch gar nicht. Der Bär steht da, also entweder sieht er mich nicht oder er hat keinen Bock mehr auf mich, ich weiß es nicht. Wow. Läuft. Den hole ich mir aber gleich noch. Oder er holt mich, ich weiß es nicht. Jetzt greift er die Kuh an oder was? Ja, man sollte doch mal ein bisschen drauf achten, wer hier so alles rumsteht. Das finde ich echt faszinierend, dass sich der Bär so komplett gar nicht mehr für uns interessiert. Vielleicht sollten wir den mal mit Pfeil und Bogen anschießen. So, du stirbst noch und dann werde ich mal den ganzen Krempel hier einsammeln. Irre. Ja, das war wirklich extrem knapp. Also ich habe echt gedacht, ich sterbe, dass ich da so viel noch reißen kann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir sind fast am Rand des Portalradius angelangt. Das heißt, wir können demnächst ein neues Portal bauen. Möchte ich aber eventuell noch gar nicht so dicht an den Rand setzen. Ich weiß es noch nicht. Ich sollte trotzdem noch mal was essen. Dann ist mein Essen schon fast leer. Ihr seht, wie schnell das manchmal gehen kann. Habe mir aber noch ein bisschen Glowing Ember, also Glut, mitgenommen. Dann kann ich mir zur Not ein Lagerfeuer herstellen und kann da Fleisch braten. Ich habe ja jetzt ein bisschen Fleisch bekommen. 7 Stück, das ist ganz praktisch. Ach so, und Bonnie hatte gefragt, was das Orange an den Bäumen hier ist. Und ich stehe gerade drunter. Das sind Äpfel. Das sind Apfelbäume, die kann man... ja, entweder indem man gegentritt, fallen die Äpfel halt runter oder man holzt sich halt einen kompletten Baum ab. Und die Äpfel kann man auch essen. Ich meine auch, dass ich schon Äpfel habe. Hier stehen auch extrem viele Gegner. Ich gehe mal so ein bisschen hier lang. Man kann sich aus den Äpfeln später Apfelkuchen backen und... ja.
kommt doch schon wieder irgendein Viech an. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, dass die Viecher, wenn die einen angreifen, ein Geräusch machen. Das heißt, man weiß genau, aha, das Viech gibt Töne von sich, beziehungsweise andere Töne von sich. Das greift mich jetzt gleich an. Ich sehe nichts und ihr seht auch nichts. Ich werde mal versuchen, hier so eine Fackel aufzustellen. Und dann werden wir mal gucken. Nicht genug Rohstoffe, warum? Ich habe keine Stickies. Das ist natürlich doof. Haben wir denn hier mal Büsche? Ich höre schon wieder einen Bären oder sowas. Jetzt wird es bestimmt gleich hell. Ja, ich würde gerne mal sehen, ob die Gegner hier dann die Fackel angreifen. Machen die nämlich ganz gerne. Und dann können wir uns hier einfach mal ein paar Sonnenblumen noch abholzen. Da haben wir wieder ein bisschen was für die Ausdauer. Zur Not halt was zum Auffrischen. Ihr könnt jetzt hoffentlich wenigstens ein bisschen was sehen. Meine Gesundheit ist immer noch nicht sehr hoch, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt was essen. Ich hoffe, dass sich das so noch ein bisschen regeneriert, während ich euch hier eine Kante ans Bein sabbel. Ich könnte die Fackel auch immer wieder mitnehmen, Stück für Stück. Die kann man ja versetzen. Aber ich bin gerade am Überlegen, ich könnte die eigentlich auch abbauen, abreißen. Kann ich nicht, weil sich in der Nähe irgendwas befindet. Gegner. Okay. So. Die Richtung ist schon nicht verkehrt. Da ist schon ein Gegner. Dann nehmen wir mal das Schwert in die Hand. Na, kommt es hier durch oder nicht? Oh, jetzt kommen schon wieder zwei. Sehr toll. Ja, und der eine greift schon, habt da gesehen, unsere Fackel hier an. Das machen die ganz gerne. Dann erscheint immer eine Alarmwarnung im Bildschirmfenster praktisch. Und dann seht ihr genau, aha, wir werden angegriffen. Ich werde jetzt aber einen Kaffee trinken und nochmal was essen. Meine Gesundheit ist mir ein bisschen zu niedrig. Da kommen nämlich schon wieder Gegner. Das ist ein Bär. Ich könnte den mit dem Pfeil und Bogen erstmal bearbeiten. Wenn ich jetzt hier reingehe, was nicht klappt, werde ich euch später noch zeigen. Man kann sich halt hier so ein bisschen in die Büsche stellen und da kommen die dann halt nicht so rein. Und an einen dran und dann kann man mal ein bisschen zurückgehen und wieder auf den Gegner dreschen. Und das ist ganz praktisch. Was haben wir da? Einen Eber. Ah, das geht hier nicht. Na egal, dann hauen wir da so drauf. Den schaffen wir so, den einen. Ist kein Problem für uns. Da ist noch ein Goblin. Kommst du zu mir? Und da ist noch ein Eber. Essen. So, und jetzt seht ihr auch, warum ich so viel Essen eingesteckt habe. Aber ich werde erstmal die Pilze hier noch aufbrauchen. Die kann man ja überall einsammeln. Die fallen ziemlich schnell. Das ist ganz praktisch. Ja, komm du mal her, ihr Kleiner. Jetzt haut der einfach ab. Da steht noch einer. Wir müssen aber... Ladekarte, ja, dann hängt das... hängt der Bildschirm immer ein bisschen, wenn eine neue Karte geladen wird. Ist so. Jetzt muss ich mal gucken. Jawohl, wir kommen gleich in ein neues Gebiet. Das sieht man hier schon. Da wird es schon etwas dunkler. Oder mehr grün. Das heißt, da beginnt irgendwo ein neues Gebiet.
Ich schlag mich mal hier durch. Und dann schauen wir mal, was das ist. Was wir da für Rüstung brauchen. Und ja. Komme ich jetzt hier hoch? Nein. Warum komme ich denn hier nicht hoch? Es stört mich so ein bisschen. Jetzt muss ich mir erstmal irgendwo einen Weg suchen und ich weiß aber absolut nicht wo. Das ist. Ich wette, ich muss da hinten irgendwo lang. Das werden wir mal ausprobieren. Hier sind extrem viele Haustiere praktisch. Da war doch ein Eber. Hab ich doch richtig gesehen. Du bist meins. Und ich wollte das noch einsammeln. Also hier kommen wir nicht hoch. Definitiv. Noch ein Eber. Was ist denn das hier für ein Mist? Oh, jetzt haut er auch noch ab. Überall Erze. Überall Erze. Wow. Ja, ich versuch's mal hier hinten rum, denn hier ist ja ein Goblin. Ich sollte mal ein bisschen Gesundheit auffrischen und mal die Karte anschauen. Da rennen noch mehr Goblins rum. Und hier sind wieder extrem viele Erze. Das finde ich gar nicht verkehrt. Könnte man direkt auch ein Portal hinstellen. Werde ich sowieso machen. Wenn jetzt hier ein neues Gebiet anfängt, dann werde ich auf jeden Fall ein neues Portal hier aufstellen. Denn dann muss ich mir ja Rüstung bauen und auf jeden Fall noch ein bisschen Essen und Trinken mitnehmen. Und kann dann erst weiter wandern. Denn mit der Rüstung, die wir zurzeit anhaben. Wow. Ein Goblin, ein Bär, ein Eber. Läuft. Muss man sich halt irgendwie einen Weg bahnen. Dass man die nicht alle auf einmal zieht. Na, Bär, du kannst mal alleine kommen hier. Nein, die kommen beide zusammen. Na ja, klar. Du kommst nicht an mich ran. Ja, da hat mich der Bär ein bisschen geschützt. Wow. Und immer essen, 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 essen. So, nochmal auf die Karte schauen. Die Gegner sind größtenteils hier ausgeschaltet. Im Moment sehe ich keine neuen. Halt, jetzt bin ich ja wieder da, wo ich nicht hochkomme. Ich wollte ja hier hinten lang. Da ist noch ein Fuchs. So, hier komme ich nicht durch. Ja, es ist an manchen Stellen, muss man sich wirklich durchprügeln durch die Walachei hier. Ist halt so. So, komme ich jetzt hier irgendwo durch oder nicht? Auf jeden Fall kommt der Bär durch. Auch mein. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe auf der 6 in meiner Leiste das Essen gehabt. Und habe auf die 6 geklickt und was gegessen und die Leiste war leer. Und dann bleibt. Ja, wechselt das Item praktisch. Ich bekomme dann nicht automatisch mein Schwert in die Hand. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. So, es wird, glaube ich, dunkel und ich muss sowieso reggen, das heißt meine Gesundheit und Ausdauer auffrischen. Das Filmchen geht jetzt leider auch schon wieder 20 Minuten und ich denke, ich werde mich jetzt erstmal verabschieden. Bis demnächst, bye bye, eure Nizi.